sind wir im Urlaub. Stell dich neben den alten Herrn. Ich mache ein Foto von dir mit der Stadt im Hintergrund. Okay, ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Hi. Hallo, schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. Hirschfest? Hast du das gehört, Schatz? So, herzlich willkommen zurück zu Ellen Ray. Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Maine. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Maine, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie doch sehr. Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. Sehr schöne Landschaft. Würde ich auch gerne mal Urlaub machen. Ob Alice jetzt zufrieden ist? Sehr schön. Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Ja? Hey, Superstar. Wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry. Ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry. Alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Du weißt doch, dass er dich alle 5 Minuten anrufen wird. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du? Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Die kennen sich wohl. Alan, wir sind da. Komm zurück zum Auto. Zum Auto. Ich bin auch zurück am Auto. Wo soll ich denn noch hin? Na komm, Schnarchnase. Soll ich hier einsteigen? Ich erledige alles. Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. Karstucky. Er wartet auf uns. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Alan, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audio Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott, ich bin Ihr größter Fan. Das hören Sie bestimmt dauernd, aber ich bin es wirklich. Es ist nett, dass Sie das sagen. Rose, ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl? Ah, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Ich habe den Starship vom Buchladen bekommen, ja, aus dem Schaufenster. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. Probieren Sie den Kaffee. Aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen und Ihnen das Herz bricht, wenn Sie wieder abreisen. Unser Rusty ist kein Mensch mehr. In seinen Adern fließt nichts als schwarzer Kaffee. Da sind wir schon 2. Bleiben Sie länger, Mr. Wake? Ich kann es gar nicht glauben. Ich unterhalte mich gerade mit Alan Wake. Tu mir einen Gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Coconut Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung! Oh yeah. Ist das sein Ernst? Nein, ich bin ja nicht so. Schon wieder? Das ist einfach widerlich.
Und so willst du ein Rocker sein? Unglaublich. Ja, manchmal hängt sie. Dann muss man dem Ding einen ordentlichen Klaps geben. Ja, mach ich mal. You put the dime in the coconut, drink them both up. Glaub bloß nicht, dass ich dich nicht im Schlaf ermorde. Bloß weil das ist genau mein Ding. Oh ja. Na dann. Das war's. So, ich komm. Bin tot und in der Hölle. Eine Thermosflasche. Okay. Also, es lohnt sich, sich umzugucken. Sehr gut. Gucken wir hier auch noch mal so ein bisschen. Vielleicht können wir noch einen Salzstreuer nehmen oder so. Und versuchen. So viel zum ruhigen Urlaub. Okay. Ach, das bezog sich wahrscheinlich auf diesen Pappaufsteller. Sonst? Ah, hier ist nichts mehr. Ja. Hier drin rennen tut er nicht. Will er nicht. Du bist also der Sheriff. Richtig? Na, Hauptsache er hat Spaß. Okay, dann gucken wir mal, ob wir den. Wer bist du denn da? Den Stuck hier am Klo finden. Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Ma'am. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky finden. Sie wollen doch nicht sterben, holen, oder? Dann nicht oder gar Schlimmeres. Ich habe die Kellnerin ging mir auf die Nerven, aber er wollte wie alle nicht übereifrigen Fans. Hä? Ah, okay. Ich habe Rose letzte Woche gesagt, sie soll die Birne auswechseln. Das passiert, wenn man nachlässig wird. Aha. Okay. Das war schon mal nix. Ich will doch nur zum Klo gehen. Männerklo? Damenklo? Männerklo. Da klopfen wir mal, ne? Hallo? Hallo? Mr. Stucky? Oh. Carl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Rechten. Und nach ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Der Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Sehr inspirierend. Du bist komisch, Frau. Ich möchte aber trotzdem noch mal hier reingehen. Darf man nicht. Finde ich irgendwie doof. Ich würde mich gerne hier noch mal umsehen. Die Dame da ist mir nicht geheuer. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Wer ist denn gestorben? Hm? Merkwürdig. Wir haben Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Ja, das dachtest du bereits. Hier muss repariert werden. Da muss ich Sarah sagen, dass sie sich um das Licht an der Wache kümmern. Das ist schon zu lange fällig. Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Super! Verfluchter Leistung! Schwillt an wie ein Ballon! Wenn ich mehr als einen Löffel hebe. Ja, alles super! Es ist lange her, Tom. Schön, Sie zu sehen. Ich? Wer ist Tom? Hey, Sie haben nicht zufällig was zu trinken dabei, Tom? Schön wär's. Tom? Ich glaube, ihr verwechselt mich. Okay. Dann gehen wir mal raus. Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus einer Klinik bei der Cauldron Lake Lodge abgehauen.
Aha, also nicht ganz dicht. Wenn ich das richtig verstehe. Tschüss, Mr. Wade. Ja, tschüss. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr Schlüssel! Oh. Das Diner war echt ein Irrenhaus. Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay, wir können später drüber reden. Hier ist Pat Main auf KBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht, seit meinem letzten Buch. Wow, das ist fantastisch, Ellen. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drin, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschenlampe. Ich weiß. Ist schon gut. Alice hatte eine Phobie. Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen würden. Mhm. Sehr schön hier. Wirklich. Hast du die Beschreibung richtig gelesen? Es ist gar nicht wie in der Broschüre. Es sollte doch am See sein, nicht auf dem See. Ach, das hier ist viel besser. Es ist herrlich. Unsere eigene private Insel. Total cool. Bisschen einsam, aber... trotzdem sehr schön. Dennis, wo bist denn du? Na komm schon. Hm, das muss man genießen. Okay. Ich würde mich gerne draußen noch ein bisschen umsehen, darf ich? Das hätten wir. Sehen wir mal hinein. Okay. Er will nach drinnen. Okay. Das Schloss öffnen. Ich gehe nochmal kurz hier lang, wenn ich darf. Noch so einen Schuppen. Geduldig. Oh, da kann man untersuchen. Ich untersuch mal. Diese Insel war einst Schauplatz einer Liebesgeschichte. Vielleicht würde sie das wieder. Aber ganz bestimmt. Sehr romantisches Fleckchen hier. Komm schon, Süßer, mach die Tür auf, damit wir hineinschauen können. Okay. Komm schon. Hm. Ja und? Ganz schön dunkel da drin. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Klar, bin schon dabei. Den Strom einschalten. Ich glaube, ich habe hier was gesehen.
oder? Ach nee. Okay. Das Stromkabel führt zu dem Schuppen da hinten. Ach. Aber da kann ich doch gerade nicht rein. Vielleicht von der anderen Seite. Das ist doch die Tür gerade. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Dann kommt mal Strom. Aha. Ah, verstehe. Puff, puff. Dreckschleuder. Okay. Verdammt, ich habe Licht gemacht. Die Lichter sind an. Gute Arbeit, Liebling. Ich mache mich frisch und mach's mir bequem. Okay. Okay, ich schaue mich ein bisschen um. Na klar, viel Spaß. Aber erst in der nächsten Folge. Ciao, ciao.